Meine Kollegen sind gerade los aus dem Haus, Kundentermin, heißt, ich bin wieder allein, heißt, das nutzt man gleich wieder, um mal kurz Content zu schaffen, ohne die anderen zu stören. Und man kann ungestört ein paar Süßigkeiten killen. Jetzt mit ein paar blauen Schlümpfen bewaffnet. Kaffee ist auch fertig. Zum Thema. Kleben verdammt in den Zähnen, aber ich finde sie geil. Schlümpfe. So, Thema heute, Change. Heute wieder einen Anruf dazu gehabt. Change ist sehr, sehr breit, kann man auch sagen, egal um was es eigentlich geht. Ich führe ein neues Programm irgendwo ein, wir führen Gamification irgendwo ein, irgendwas verändert sich. Wir haben ja diese Idee des Changes. Zwei Gedanken dazu. Erster Punkt, meistens, wenn es um die Kommunikation nach innen geht, wird sehr starken Wert darauf gelegt, das Neue zu beschreiben. Also was wird alles neu sein? Und die Leute selber haben dann immer diese Befürchtungen, okay, was bleibt für mich? Das heißt, man könnte das Ganze mal ein bisschen andersrum angehen, anstatt sehr stark darauf zu fokussieren, was alles neu sein wird, könnte man den Change auch so begleiten und die Kommunikation darin, sich darauf zu fokussieren, was bleibt alles beim Alten. Damit setzt man bei den Leuten diesen Safe Point, dieses Bekannte, fokussiert darauf. Sie wissen, okay, das kenne ich schon, das bleibt alles beim Alten, das ist meine Komfortzone, das ist mein Safe Point und aus dieser Sicherheitszone heraus kann ich dann die Schritte gehen, um den Change mitzugehen. Heißt also, auch wenn unbekannte Dinge kommen werden, ich kenne meine Safe Zone, die ist hier und schon ist das Ganze nicht mehr so negativ belastet. Überleg mal kurz, das ist auch einer der Punkte, weshalb wir Spiele so lieben. Wir wissen immer, es gibt einen Safe Point. Aus dem heraus kann ich dann wieder aus der Stärke heraus, dieses Safe Points, kann ich dann anfangen. Und interessanterweise sind ja all diese Dinge, die wir freiwillig machen, Spiel, Sport, Hobby, wie auch immer, dadurch bedingt, dass wir ständig versuchen, die Komfortzone, in der wir uns bewegen, zu erweitern. Das heißt, wir müssen diesen Schritt rausgehen in eine Nicht-Komfortzone und die wollen wir uns zu eigen machen, um sie zur Komfortzone zu machen. Heißt aber immer, wir gehen aus der eigenen Sicherheit hinaus. Das ist der erste Punkt. Also fokussieren auf das, was bleibt, um dann die Angst vor dem Neuen zu nehmen. Okay, Kaffee und Schlümpfe. Gewöhnungsbedürftig. Zweiter Punkt. Ich fokussiere mich bei der Kommunikation stark darauf, anstatt immer zu sagen, das wird alles so toll in Zukunft, eher über die andere Schiene zu kommen und sagen, wenn wir es nicht machen, verlieren wir das, was wir schon haben. Der Mensch ist eher risk-aware. Heißt, etwas zu verlieren, was wir gut empfinden oder gut, für gut halten, hat eine stärkere Gewichtung als etwas, was wir gut finden, zu gewinnen. Ja, also 10 Euro zu verlieren, wirkt in der Regel stärker als 20 Euro zu bekommen. Klingt komisch, ist aber psychologisch oftmals der Fall. Das heißt, auch da kann ich sozusagen Change dadurch kommunizieren, dass ich sage, wenn wir nicht eine Veränderung reinbringen, werden wir das, was wir haben, verlieren. Und nicht immer nur, wenn wir uns nicht verändern, werden wir das und das nicht kriegen. Also eher auf den Verlust fokussieren in der Richtung, als auf den Gewinn, der kommt. Damit habe ich also die zwei Sachen. Erster Punkt. Ich fokussiere mich und ich zeige den Leuten, ich nehme sie mit, dabei, dass wenn wir uns nicht verändern, werden wir das, was wir haben, nicht behalten können. Ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir fokussieren uns darauf, was wir behalten werden in der neuen Situation, was dem Change nicht unterliegen wird, das ist unsere Safe Zone und geben den Leuten somit eine Art Safe Point, von dem aus man die Veränderung plötzlich viel sicherer, viel positiver gestimmt angehen kann, weil man aus einer Situation der Stärke heraus handeln kann und sich nicht einfach in ein unbekanntes Gebiet geworfen fühlt durch den Change und sagt, und da muss ich jetzt Licht ins Dunkel bringen, sondern ich komme schon aus dem, was ich kenne, heraus und mache mir das neu zu eigen.